Bhadra Gorakshasana ist die Stellung des gütigen Goraksha. Fabian, Ausbildungsleiter bei Yoga Vidya, zeigt, wie es geht. Von der sitzenden Stellung ausgehend, gibt die Fußsohlen zusammen, gibt die Zehen auf den Boden und die Fersen nach oben. Dann gibt die Hände auf die Knie. Das ist eine Variation von Bhadra Gorakshasana. Eine weitere Variation ist, du gibst die Fußsohlen zusammen und die Zehen nach vorne. Du hebst das Becken hoch und setzt das Becken oder den Anus oder das Perineum auf die Fersen. Und auch da gibst du dann die Hände auf die Knie. Auch das ist eine Variation von Bhadra Gorakshasana. Beide Stellungen sind hervorragend für die Sublimierung der Energien. Die zweite Stellung, die Fabian jetzt macht, ist die, die häufiger als Gorakshasana bezeichnet wird. In der Stellung wird vor allem Muladhara Chakra aktiviert. In der vorigen Variation wird Svadhisthana Chakra aktiviert und nach innen geführt.